Gute und hallo zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banuki on Tour. Sascha. Ja, sorry, ich sprach gerade. Wir sind gerade unterwegs zu viert im Autochen. Marc Hagenbeck ist da und die anderen auch. So, wir sind gerade in Schweden. In Stockholm, um genau zu sein. In Stockholm, warum spuckst du eigentlich bei Stockholm so? Stockholm? Ja. Nee. Und wir haben ein Thema. Den Straßenverlauf von. Was für ein Thema haben wir, Jungs? Sag. Bitte? Knäckebrot. Ein Segen oder ein Fluch? Ja. Diskutiert. Ja, also. Knäckebrot. Mhm. Wer mag Knäckebrot am liebsten? Magst du lieber Knäckebrot? Ich mag Knäckebrot. Knäckebrot lieber als normales Brot? Nee, es kommt auf das andere Brot an. Es gibt ja auch zum Beispiel so Brot, normales Brot, was ich nicht mag, dann esse ich lieber Knäckebrot. Jetzt habe ich dich vor eine Herausforderung gestellt. Ja, klar, wenn du, anderes Brot hast, das du nicht magst, ist klar, dass Knäckebrot... Dann esse ich Knäckebrot, ja. Also wenn du Knäckebrot lieber hast, hast du Knäckebrot lieber. Genau, genau, ja. Wenn ich Knäckebrot... Also wenn es Brot gibt, was ich nicht mag, esse ich dann stattdessen Knäckebrot. Kannst du der Diskussion ein bisschen was beifügen, Marc? Oder irgendwas Sinnvolles? Ja, Hauptsache Wurst. Also Wurst drauf. Ja. Knäckebrot macht Boden tot. Altes chinesisches Sprichwort. Ja. Konfuzius sagt. Knäckebrot macht Böden tot. Ja. Ist schon, ja, sind wir da? Ich finde ja in Schweden immer dieses runde Knäckebrot, dieses große runde Knäckebrot. Das gab es mal bei Ikea. Das gibt es immer noch da, ja. Und schön, dass du jetzt deswegen die Möbelhäuser hier werben. Jetzt deswegen müssen wir auch die anderen nennen. Hier, Segmüller. Okay, Segmüller, XXL Lutz. Der muss alles piepsen. Piep, 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 piep. Scheiß, piep, 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 fuck, piep, 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 piep. Ach, guck mal, da geht's auch nach Uppsala. Also Knäckebrot macht Hoden tot, ist die Aussage, die wir jetzt hier treffen mussten. Ja. Und woher weißt du das, Puja? Jahrelang Knäckebrot gegessen. Ein Ei ist schon weg. Jahrelang Knäckebrot gegessen, der Puja. Jahrelang Knäckebrot gewesen. Aber ist jetzt gerade ein aufregender Moment, wir fahren auf die schwedische Autobahn. Der Pujan ist so ein bisschen, hat ein bisschen schwitzige Hände, kommt aber von der Lenkradheizung. Aber er ist ein bisschen nervös, glaube ich. Ich habe auch ein bisschen Pipi in der Hose. Das war Schoki Banuki on the road. Total interessant. Genau. Super. Schaltet bis nächstes Mal. Nein, wenn es heißt. Schaltet weg. Knäckebrot mal gut. Genau. Bis dann. Gute. Ciao.